Ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Wir befinden uns immer noch in der ganzen Einleitung, nachdem ich beim letzten Mal in allen Bereichen, die mit Wachen, Ausweichen, Schleichen und Heimlichkeit zu tun hatten, total versagt habe. Ich hoffe, das funktioniert diesmal besser. Wir haben erneut unsere eigentlichen Aufgaben vernachlässigt, um unserer kleinen Verräter-Eva hinterherzulaufen. Diesmal schleichen wir uns auf eine Feier zu ihren Ehren. Und müssen sie nun hier finden, im Palast. Beim ersten Mal haben wir es ja versäumt, auf unseren Vater zu warten, der uns gesagt hatte, wir sollten einfach nur an Ort und Stelle sitzen bleiben, auf ihn zu warten. Da sind wir ihr hinterhergerannt. Wir waren noch Kinder. Oh, ich werde schon wieder beäugt. Wir sind ihr auf jeden Fall hinterhergelaufen und am Ende wurde unser Vater ermordet. Was eventuell nicht passiert wäre, wenn wir gehorsam gewesen wären und auf ihn gewartet hätten. Und diesmal haben wir es vorgezogen, einen Brief, den wir eigentlich persönlich überreichen wollten, an Monsieur de la Serre einfach zu Hause liegen zu lassen und stattdessen uns auf diese Party hier zu begeben und Elise zu finden. Und das versuchen wir jetzt. Und wir müssen dort hinauf. Ich bin müde. Wie du meinst. Ganz unauffällig. Ganz unauffällig. Merkt keiner. Ah, mit dem Left Trigger sollen wir durch ein Fenster einsteigen. Vielleicht funktioniert das dann demnächst auch besser. Und wir suchen Elise. Der dritte Stand begehrt auf. Und die geben ein Fest. Was wird überhaupt gefeiert? Weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für de la Serres Tochter. Schleichsteuerung. Zum lautlosen Bewegen Left Trigger drücken. Okay, wir schleichen. Und. Na, wir schleichen. Schleichst du? So, wir schleichen. Und die beiden schauen zum Glück zum Fenster raus. Also können wir hier durch. Hier ist niemand. Der nächste ist da vorne. Hier können wir hinter die Couch. Versteckt betreten. Verlassen die Deckung und schleichen weiter. Hier ist zum Glück wieder niemand. Aber da steht der Nächste. So, wie kommen wir jetzt an dem vorbei? Da hinten? Na, ich trau mich nicht. Ist endlich Schichtwechsel. Ah, hier kommen wir nicht durch. Kann ich jetzt so nah an dem vorbei? Das glaube ich nicht. Was für ein komisches Geist! Verdammt! Nein! Ach, schon wieder. Verschwinde! Und wieder werden wir rausgeworfen. Ich fasse es nicht, wie schlecht ich gerade spiele. Okay, zum Glück dürfen wir hier wieder anfangen. Sind schon im Gebäude. Der dritte Stand begehrt auf. Und die geben ein Fest. Was wird überhaupt gefeiert? Ich weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für de la Serres Tochter. So, hier sind wieder die beiden. Ja, ich weiß. Und aus dem Gespräch erfahren wir übrigens, dass das hier eine Firmungszeremonie für Elise sein soll. Was uns nicht darüber hinwegtröstet, dass wir nicht eingeladen wurden. So, der geht rüber zum Feuer. Dann können wir hier weiter. So. Und hier die Problemstelle von eben. Ah, der steht... Ah, der steht da mitten im Raum. Ich vermisse das ein bisschen, dass man den Sichtkegel vielleicht von den Wachen sieht. Das ist immer sehr praktisch. Also das gibt's hier nicht. Das gibt's halt in anderen Spielen schon mal.
dass man auf der Karte dann sehen könnte, was die Wachen sehen und sich quasi am Sichtkegel vorbeischleichen kann. Bleibt er jetzt da stehen? Das wäre natürlich äußerst praktisch. Ich versuche jetzt einfach mal hinter ihm. Wo muss ich hin? Muss ich da hin? Nein. Wo muss ich hin? Ah, ich muss zu dem Fenster da raus, oder? Verdammt. Die Schuhe mehr als ich an Miete zahle. Okay. Jetzt. Fenster zum Fenster. Ja, das sieht gut aus. Ich denke, wir springen darüber. Du da oben! Halt! Komm, runter! Lasst ihr mich rein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht! Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht, dann bleibe ich lieber hier. Nein, nein, du! Kommt her! Frech wie immer. So, wir haben uns reingeschlichen und müssen Elise finden. Natürlich. Zwei dubiose Gestalten. Ach, diese feine Gesellschaft. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wann wir alle so zusammen waren. Beehrt ihr mich mit diesem Tanz, junger Mann? Merci. Un autre jour. Wir sprechen Französisch. Und wir verfolgen unsere Eva. Dem lasse ich mich nicht zum Narren halten. Wahrscheinlich wäre es irgendwie interessant, diese Gespräche zu verfolgen, die da unten auch per Text eingeblendet werden, aber darauf kann ich mich gerade nicht konzentrieren. Sie ließ sich immer gerne jagen. Die Leute unterhalten sich natürlich alle. Können wir einen Schritt zulegen? Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Ah. So weit ist es schon gekommen. Trägst du etwa einen Anzug meines Vaters? Trägst du etwa ein Kleid? Fang bloß nicht an. Ich fühle mich wie eine Mumie in diesem Ding. Muss ein wichtiger Anlass sein, wenn du dich so rausputzt. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Wer ist da drin? Ouvre! Geh, ich lenke sie ab. Du wirfst mich hinaus? Es ist kompliziert, ich erkläre es dir später, aber nun zum Fenster raus. Oh, nein, 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 das wird nicht wieder so laufen wie damals im Apfelhain. Sei nicht so ein Kleinkind, dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los! Nicht das Billardzimmer. Oh. Wir haben schon wieder von Äpfeln gesprochen. Ist das jemandem aufgefallen? So, wir fliehen. Und haben die Aufgabe, uns nicht in einen Kampf verwickeln zu lassen. Das wäre mir persönlich auch lieber. Ich kann allerdings nichts versprechen. Ah, da sind schon wieder Leute. Zeitverschwendung. Hier draußen ist keiner. Ach verdammt, da stehen noch mehr. Wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich auch darüber. Schnell, 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 schnell. Und leise. Oh, er versteckt. Aber ich glaube, das brauche ich gerade nicht, solange der in die Richtung da läuft. Oh, fuck. Er bleibt stehen. Kommen wir da raus? Na klar.
Auf, Junge. Beweg dich. Wer soll denn hier rauskommen? Ich wette, irgendwann kotzt mir heute noch ein reicher Schnösel auf die Schuhe. Ja, hallo. Wir sehen aber knackig aus in der Uniform. Nein, 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 nein. Du hast uns nicht gesehen. Du hast gar nichts gesehen. Wir wollen ja, nicht in einen Kampf geraten. Verflucht. Genau. Bück dich nochmal. Sehr schön. Beweg dich, Junge. Die See gefallen. Danke euch. Ja. So, wir müssen darüber. Die sind scheinbar beide abgelenkt. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Oder passiert hier noch was? So, alles wir haben es geschafft. Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Monsieur! Monsieur de la Serre! Monsieur de la Serre! Gibert, kommt weg da! Wachen! Hilfe! Mörder! Er hat Sire de la Serre getötet. Das ist ordentlich schiefgegangen. Monsieur de la Serre, der uns als Mündel aufgenommen hat, ist nun ebenfalls tot. Und wir werden verdächtigt, ihn ermordet zu haben. Aber hey, wir haben es geschafft, nicht in einen Kampf zu geraten. Nein, ich war es nicht. Damien hatte das Messer. Bitte, hab Gnade. Gallia est omnis divisa in partes tres. Die töten uns. Oh Gott, hab Gnade. Sie töten die Gefangenen hier drin. Das reicht jetzt, du Perverser. Wo bin ich? In der Hölle. Mann hat uns also ins Gefängnis geworfen. Alles haben sie uns genommen. Zum Glück sind wir auch die furchtbaren Klamotten los. Und jetzt sind wir im Gefängnis. So viel Blut. Hier leuchten ein paar Dinge. Aha, hier können wir also von draußen sehen. Da gibt es aber nichts Besonderes. Und wir haben ein paar Mitgefangene, mit denen wir scheinbar sprechen können. Willkommen in deinem neuen Heim. Mehr hat er nicht zu sagen. Okay. Der hier spricht nicht mit uns. Doch, jetzt sagt er wieder was. Du kannst dich geirrt fühlen. Heutzutage ist die Bastille für Verrückte, Perverse und Verräter reserviert. Ja, da fühle ich mich enorm geehrt. Die Frage lautet also, hast du ein hohes Tier getötet? Oder vielleicht eins gefickt? Der ist mir überaus sympathisch, der Kerl.
Nicht, dass es einen Unterschied machen würde. Hier unten wird uns eh alles ausgetrieben. Hast du noch was zu sagen? Denk nicht einmal an Flucht. Das ist ein Narrentraum. Gallia est pacata. Tja, dann war das ein kurzes Spiel. Ich gehe davon aus, dass wir hier irgendwie wieder rauskommen. Und jetzt spricht er, glaube ich, nicht mehr mit uns. Hier können wir uns hinlegen. Da hinten sitzt noch einer in der Ecke. Und mit dem Gitter können wir auch was machen. Hallo! Ich muss mit jemandem sprechen! Öffnet diese Tür! Mal wie du willst. Das kümmert keinen. Ich muss mit Elise de la Serre sprechen! Hört ihr mich? Elise de la Serre! Elise! Bringt Elise zu mir! Ich bin kein Mörder! Wir versuchen es einfach weiter. Du verschwendest nur Zeit. Okay, jetzt fällt uns offenbar auch nichts mehr ein. Ah, hier sitzt noch jemand in der Ecke. Was starrst du so, Pisspot? Nicht so frech, alter Mann. Nerv mich nicht, Bursche. Sie kommen. Nerv du nicht, Alter. Von wo ich sitze, könnte ich dich auf 7 Arten töten. 12 hätte ich einen Löffel. Jetzt habe ich aber Angst. Wenn du schnarchst, muss ich dich im Schlaf erwürgen. Nur als Warnung. Irgendwie ist der Mensch mies gelaunt, habe ich das Gefühl. Was? In bello parvis momentis mani casus intricere. Und jetzt redet er auch nicht mehr mit uns. Wir sehen hier ein paar Kritzeleien an der Wand. Das Buch können wir nicht lesen. Tja, also bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als uns schlafen zu legen. Warum befreit uns denn keiner? Wirkt enorm gemütlich. Unsere Uhr haben wir noch. Und wir ergeben uns vorerst unserem Schicksal. Wo hast du das her, Pisspot? Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück! Hol sie dir. So du es kannst. Na, warte, alter Mann. Danke, Junge! Ah. Was ist denn, mein kleines Plätzchen? Habe ich deine Gefühle verletzt? Mach den Kopf kürzer. Wir sollen den Dieb niederschlagen. Guter Schlag, Pisspot. Mal sehen, was deine Verteidigung macht. Lass ihn bluten! Okay, wenn wir die Gesundheitsanzeige des Gegners gelb leuchten sehen. Sag das nochmal! Dann ist das der richtige Moment zum Blocken.
würde mal lieber draufschlagen. Der Drecksack hat unsere Uhr geklaut. Ah, ich glaube, ich sollte parieren. Zack. Und nochmal. Na, hast du genug? Dreckiger Dieb. Hol dir den Bastard! Reiz nicht langsam, ich hab's verstanden. Ja. Ich pariere ja schon wie ein Weltmeister. Mach den fertig. Gib mir, was meins ist, und geh wieder an dein Gekürzel, alter Mann. Gekürzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Wo? Komm her, du kleiner Despot. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Was machst du? Konzentrieren. Konzentrier dich. Öffne die Augen, bevor ich sie dir aussteche. Und wir sollen das Adlerauge benutzen. Konzentrier dich, Pisspot. Ja, ich konzentriere mich. Lass mich ein bisschen moderieren, ja? Wir benutzen das Adlerauge. Aber gib dir doch Mühe. Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian. Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Schön für dich. Er starb bei Versailles. Ungefähr 76? 77? Dezember, wenn ich nicht irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arnaud. Er gab sein Leben. Im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Halt dich an mich. Vielleicht lebst du lang genug, dich uns anzuschließen. Und sein Andenken zu ehren. Hör mal, dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber ich bin nicht interessiert. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das anstellen von hier drin? Zwei Monate später. Nochmal! Au! Fokus, Pisspot! Was zum Teufel ist da los? Das Volk ist aufsässig. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unserer Tür klopfen. Kanonenschüsse! Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Sicher die Gefangenen! Was ich tue. Mach schnell! Gefangene, an die Wand! Auf wessen Befehl? Ich hab dir gesagt, das geht schief. Und wir sollen die Wachen töten. Gefangene, an die Wand! Wir verlassen das Versteck, schleichen uns an. Und töten die Wache. Gut, verschwinden wir aus dem Dreckloch. Und jetzt fliehen wir. Warte lange! Ich komme! Verschlossen! Halte sie mir noch vom Leib, Pisspot! Und ob uns die Flucht gelingt oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge.
Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Lasst alles da, was euch durch den Kopf geht, in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.